Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Guide zu Beyond Two Souls. Und zwar holen wir uns heute die Trophäe Perfekte Geliebte. Dafür müsst ihr im Kapitel Abendessen, könnt ihr also jederzeit machen und auch ohne Speichern, startet ihr einfach das Kapitel Abendessen und müsst dort die perfekte Vorbereitung treffen für das Date mit Ryan. Ne? Ich glaube, Ryan hieß er, der junge Mann von der CIA. Der wird nämlich uns hier gleich anrufen. Und dann müssen wir, wie gesagt, das perfekte Essen bereiten. Es gibt hier noch die andere Trophäe, gemütlicher Abend. Die habe ich euch schon gezeigt in einem separaten Video. Und jetzt geht es hier, wie gesagt, um die perfekte Geliebte. Hast du meine E-Mail bekommen? Welche E-Mail? Die von vor 3 Tagen. Also ich habe gerade Probleme mit meinem Computer. Was stand in der Mail? Essen. Heute schickes Restaurant. Naja, heute ist es zu spät dafür. Vielleicht ein andermal? Scheiße, tut mir echt leid. Warum kommst du nicht einfach nachher zu mir zum Essen? Du wolltest doch sowieso mein Apartment mal sehen, also... Klar, aber... Wie wer es so macht? Okay, ja, ich bringe uns einen super Wein mit. Bis später. So, hier haben wir eine kleine Eiden-Sequenz rausgeschnitten und machen uns jetzt an die einzelnen Vorbereitungen. Als allererstes müssen wir beginnen mit dem Aufräumen. Das bedeutet also wirklich alles aufzuräumen, was im Weg liegt, was herumliegt. Und damit fangen wir dann direkt hier an. Ich habe sie ja auch an der Seite jetzt eingeblendet. Also erstens aufräumen, dann romantische Musik an der Anlage einstellen, duschen, elegant kleiden und kochen. Ganz, ganz wichtig, kochen. Ihr habt 2 Gerichte zur Auswahl, die ihr kochen könnt, wenn wir gleich dazukommen. Und ihr habt einmal Pizza bestellen. Bei den Gerichten ist es egal, welches von beiden ihr kocht. Es gibt dort Hähnchencurry oder Asiapfanne. Beides ist in Ordnung und wird auch fast gleich zubereitet. Ich bin noch am Überlegen, ob ihr die Sache eventuell versalzen könnt oder verpfeffern oder ähnliches. Ich denke nicht, dass das der Fall ist. Aber falls doch, könnt ihr sicherheitshalber es einfach ganz genauso machen, wie ich es hier im Video mache. Weil so hat es auf alle Fälle funktioniert. Bücher. Okay, ins Bücherregal. Okay, toll. So, weil wir gerade an der Anlage sind, werden wir auch gleich die Anlage hier einschalten auf romantisch, da die ja direkt unter dem Bücherregal ist. Wir müssen aber gleich noch ein bisschen Wäsche auch noch wegbringen. Das gehört auch noch mit zum Schmutz in der Wohnung dazu. Ich bin hier gerade selber auf der Suche, gucke genau. Aha, hier haben wir alles weggeräumt. Das bedeutet nur hinsetzen und hier sind die Klamotten. Die müssen wir dann nochmal in den Wäschekorb bringen. Den sehen wir auch gleich dort, die linke Seite. Sind dann im Badezimmer, haben jetzt auch fertig aufgeräumt und können dann erstmal unter die Dusche steigen. Noch kurz mal hier trocken rubbeln und dann werdet ihr gleich sehen, ich hatte eigentlich vorgehabt, jetzt hier nach dem Duschen erstmal zu kochen, weil ich finde das irgendwie sinnvoller, wenn ich erstmal, na eigentlich hätte ich es noch sinnvoller gefunden, erst zu kochen, dann zu duschen, aber das ist halt hier die Reihenfolge und ich hatte auch eigentlich jetzt vor, wie gesagt, nach dem Duschen wenigstens, ja, erstmal zu kochen, bevor ich meine elegante Kleidung anziehe, weil kochen im Abendkleid,
Ne? Sollte man, glaube ich, nicht unbedingt machen, wenn man das auch als Mann schlecht nachvollziehen kann. Aber ich halte das für die falsche Reihenfolge. Und deswegen, wie gesagt, versuche ich jetzt hier gleich gerade erstmal in die Küche zu gehen. Möchte gar nicht ins Schlafzimmer. Halt, das ist sowieso die falsche Seite. Andere Seite. Oh mein Gott. So, daneben uns ist der Kleiderschrank. Mein Gott, das Dinner. Was in der Küche. So, deswegen denke ich, aha, ab zurück in die Küche. Aber nee, ich muss mich umziehen. Kommt dann. Also hier rüber an den Kleiderschrank und dann einmal, wie gesagt, elegante Kleidung auswählen. Oh, hallo Ryan. Oh, gefällt's dir? Klassisch, elegant. Je ne sais quoi. Klassisch. Mein neues Ich und es zeigt, ich bin gewappnet für alle Situationen. Lass gut sein und gib auf, Aiden. Okay. Das Date wird stattfinden. Basta. So, jetzt können wir also rübergehen in die Küche zum Kochen. Aiden wird uns hier noch ein bisschen ärgern, genau. Da müssen wir natürlich auch wieder hinterherräumen, die Sachen aufräumen. Dann wird er gleich auch noch die Stühle da auf dem Tisch platzieren. Die räumen wir dann auch zwischendurch weg. Das ist ganz, ganz wichtig. Oh Mist. Mist, er ist zu früh. Hier beim Türklingeln, das war auch wieder Aiden, geht nicht raus. Ich weiß nicht genau, ob es schief geht, wenn ihr rausgeht, weil dann die Tür hinter euch zufällt. Ich glaube, so war es gewesen. Deswegen geht nicht raus hier nach dem Türklingeln, sondern geht nur einmal kurz an die Tür, guckt mal kurz und dann ab jetzt zum Kochbuch und erstmal was zum Futtern raussuchen. Asia-Pfanne. Das sieht gut aus. Und es ist nicht zu kompliziert. Curryhühnchen mit überbackenem Gemüse. Das muss etwas länger in den Ofen, aber klingt machbar. Pizza-Lieferung. Ich meine, nicht direkt was für Gourmets, aber kein Vorbereiten, kein Abwaschen. Klingt doch ganz gut. So, wie gesagt, Hühnchencurry oder Asia-Pfanne, beides ist in Ordnung. Da braucht euch also keine Sorgen zu machen. Beide Gerichte gelten für die perfekte Geliebte. Ich meine, solange ich es nicht voll verbocke. Danke, Aiden. Soweit, so gut.
So, hier sind wir jetzt bei den von mir angesprochenen Gewürzen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass man was falsch machen kann. Je nachdem, wie oft ihr die benutzt, könnte man es natürlich das Essen versemmeln. Aber ich denke mal, Wein wird, egal wie wir auch immer sagen, oh ja, tolles Essen gemacht, ne? Er will ja nun das wahrscheinlich dann loben. Ist mein Gedanke, ich weiß nicht. Ansonsten könnt ihr natürlich hier, wie gesagt, gut noch weiter würzen. Ingwer, denke ich mal, solltet ihr auf jeden Fall reintun. Kann auf alle Fälle nicht schaden. Ich kann echt jede Hilfe gebrauchen. Hier. Dann mal ab in den Ofen. Und damit seid ihr dann fertig. Das war eigentlich alles Wichtige hier. Aiden wird jetzt hier nochmal kurz gleich die Stühle verteilen auf dem Tisch. Die nehmen wir noch runter. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch auf Wein zu warten. Je nachdem, wie schnell ihr mit einem wart, dauert das halt länger oder kürzer. Hier kann man nochmal abwaschen. Ich glaube, auch das gehört nicht unbedingt dazu. Aber sicher ist sicher, ne? Sicher ist sicher, machen wir auf alle Fälle. Ich habe es jetzt auch gar nicht erwähnt gehabt bei den Punkten, weil das Abwaschmiger, ich glaube nicht, dass es dazu gehört, aber so kam auf alle Fälle die Trophäe, deswegen kann man sicherheitshalber machen. Und jetzt haben wir gleich die Sache mit den Stühlen. Weißt du, du verschwendest deine Zeit, Aiden. Ich habe heute trotzdem ein Date mit Ryan. Die räumen wir beiseite, dann werden wir noch den Tisch decken. Genau, den Tisch decken kommt auch noch. Wenn wir hier die Stühle heruntergemacht haben, Tisch decken, Kerzen anmachen. Auf der Suche nach dem Punkt. Ah, da ist er. Und da ist also das Geschirr. Und auf dem Board stehen dann auch noch die Kerzen, die wir dann jetzt auch noch mit auf den Tisch packen werden. Und damit sind wir dann wirklich dann fertig. Ja, das ist sehr witzig, Aiden. Wow, das ist sehr romantisch. So, jetzt gibt es einen kleinen Cut bis zum Klingeln. Da steht ja schon vor der Tür der Wein. Und das soll es eigentlich gewesen sein. Jetzt habt ihr eigentlich alles gemacht. Wie das Date selber abläuft, ich habe so gemacht, dass Aiden, wann immer ihr stören könnt, nicht gestört hat. Ich habe also, wann immer rübergesprungen wurde, auf Aiden einfach gar nichts gemacht. Obwohl, wie gesagt, ich glaube, die ganzen Vorbereitungen sind das hauptsächliche, was zählt für die Trophäe. Und damit haben wir hier alles zusammen und sind schon fertig und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst ruhig einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Abonniert natürlich auch gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr hier einfach kein neues Video. Und ja, ich hoffe vor allem natürlich, dass ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Trophy Guide für irgendein Spiel, was ihr auf alle Fälle dringend benötigt, wo ihr eine Trophäe braucht. Meine Güte, jetzt verhaspel ich mich hier noch in den letzten paar Sekunden des Videos. Das Ding für die Weinflasche. Und ich springe jetzt auch gleich hier direkt rein ins Ende. So, da haben wir Abendessen, da kommt die Trophäe ja gleich rein. Perfekte Geliebte. Und das war's. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und sage so long goodbye. Keep gaming, euer Goodie.